Mein Name ist Micha Dörflinger, ich komme aus der Schweiz, genau gesagt aus Binningen bei Basel. Und ich bin wie jedes Jahr wieder einmal hier in Bangkok, wieder in meinem Kinderheim, wieder im gleichen, mit den gleichen Jungs, mit den gleichen Mädels, aber noch ein bisschen mehr. Hey, Junge, machen weiter Shopping, nächsten Laden. Wollen wir Arm reichen für die Mädels, für die Miss Thailand-Wahl, weißt du? Ja, ich freue mich. Ohne Makale, Makale. Ich mache eine kurze Brücke. Ich mache das jetzt das 8. Jahr in Folge schon. Aber das letzte Jahr haben wir das erste Mal angefangen, Video zu machen mit Dani, der hinter der Kamera steht. Durch das Video haben wir sehr, sehr, sehr viel Resonanz bekommen. Also wir haben Spenden reinbekommen, erheblich, wirklich viel. Und das haben wir jetzt alles reingedrückt in die Einkäufe für die Kinder, halt jedes Jahr, das kennt ihr langsam. Wir sind mittlerweile 6 Autos jetzt, von 1 auf 3, ja 4, 5 auf 6 gestiegen jetzt. Und meine Jungs und Mädels sind am Essen, wir warten noch auf meine Mama und meinen Papa. Und dann gehen wir rein ins Kinderheim und dann geht es wieder ab. Und ich möchte mich an dem Punkt hier bedanken für alle, die gespendet haben. Egal wie viel, 5 Franken, 2 Euro, scheißegal. Einfach jeder Rappen, jeder Cent, jeder Bar zählt. Und dafür möchte ich euch bedanken. Peace out and FC Basel. Das war so geil, ich habe wieder volle Hysterie bekommen, geil. Jetzt gehen wir ins Mädchenheim. Ich sehe, wir haben Pickup drauf, ich kann nicht sitzen, so ein geiles Gefühl. Wir haben glaube alle eine riesen Freude dran, jetzt gehen wir ins Mädchenheim und dann wird es noch ein bisschen krasser. Weil die gehen ab, die Mädels, sag ich dir. Pink ist ein Scheißdreck, Mickey Mouse dagegen. Jetzt geht's, Action Baby. Hier rein. ที่คุณอรุณและคณะนะ
คะมาดูแลน้องๆบ้านราชาวดีหญิงนะคะเพราะว่ามาทีไรก็คุณอรุณก็สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆนะคะทำให้น้องๆได้มีความสุขได้หัวเราะนะคะนอกจากน้องจะอิ่มท้องจากขนมที่คุณอรุณมาจัดเลี้ยงแล้วก็จะมีความสุขกับของขวัญที่มาแจกน้องๆก็มีความรู้สึกว่าอิ่มท้องแล้วก็อิ่มใจด้วยนะคะทำให้เขามีความสุขในสถานะเด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงค่ะWenn ich dann denke, was wir haben, was die wollen und was die brauchen, da kannst du mit der Kamera gar nicht aufnehmen. Wenn du deren Gesichter filmst, wenn die da kriegen das Zeug und wie die das schätzen, kannst du nicht filmen. Kriegst du nicht auf die Kamera. Das ist geil. Achso, fertig. Schlussresümee, es war wieder mal voll der Hammer. Wir haben uns wieder selber übertroffen. Wir haben noch mehr Leute verpflegt. Ich bin noch frischer geworden. Ich bin einfach reingegangen. Türe auf, hoppla, Flüchtlingsheim rein. Darf man mal normalerweise nicht rein. Ich bin einfach reingelaufen und habe gedacht, da legt mich am Arsch reingelaufen. Ich war drin bei den Leuten, Sachen, wo es auf RTL nicht zeigen, wo ich drin war, habe ich auch nicht gefilmt, aus Respekt gegenüber den Alten. Mein Resümee ist, man braucht halt wie immer ein breites Herz, man muss die Gabe haben, man kann nicht zu Hause vom PC sitzen, World Vision einzahlen und denken, das kommt an, es kommt nicht an. Vergiss es. Ihr zahlt 40 Euro und 30 Euro ist für eure Buchhaltung, ist für die ganze Kacke. Ich bringe Geld, ich mache Geld zu essen und ich bringe das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Gute den Woi. Ich bin am Boden geblieben. Und darum bin ich so froh, dass die alle mitkamen. Die Whiteys, die Blackies, die Brownies, die Yellows, alle. Und jetzt gehen wir essen, haben wir uns verdient und hier machen wir ein Cut und ich bedanke mich. So, ich hab begonnen. Lelele, ambala batale, lecker rum batale. Elfi glücklich, Lütte tschau, jetzt ich sie zum Heime go. Ofenberg in Umstoß und noch schneller Heime go. Ambala bum bum bum. Laufende Bitzli, Bärenschnitzli, laufende Bitzli, Bärenschnitzli.